Recht herzlich willkommen zur 97. Folge von Simotrans. Ja, die Bushaltestelle hat man letztes Mal gesagt, die wird dann mit der Zeit schon leer werden. So wie es aussieht, ist das so? Oder war es die? Ne, es war wohl die erste da oben nicht. Hier ist die Wechselstation für den externen Bus, also den Regionalbus nennen wir ihn mal. Da haben wir das schon geklärt. Was wir noch machen müssen, das hatte der Michael geschrieben. Wir haben letztes Mal die Route, den Bahnhof da umgebaut und da ist jetzt mittendrin, ich glaube das war hier, ne? Ist da ein Gleis, da kommt auch ein Zug drauf an und der möchte da gerne entladen und so, aber da ist ja gar kein Gleis mehr, also gar kein Bahnsteig mehr und deswegen funktioniert das da nicht mehr, ne? Jetzt ist die Frage, wer hat da seinen Wegpunkt? Hier kann ich das nicht sehen, ne? Kommt hier Fahrzeug vorbei, okay. Das war was mit Kohle auf jeden Fall, ne? Oder so. Ach, guck mal, da habe ich ihn gleich passend erwischt. Das ist ja richtig cool. Also gibt's da noch einen Einfüger, aber wir brauchen gar nicht einfügen, können wir auch anfügen. Löschen den auf jeden Fall raus. Und der kommt hier hin und was soll denn der hier abholen eigentlich? Erz. Das ist die Erzhütte, ne? Das heißt, der soll da 100% laden. Wie immer, die falsche Seite erwischt, ist klar. So, passt. Und das ist die Erzbude, ne? Ja, genau. Dann können wir den mal gerade verfolgen. Wir machen das zu. Der ist auch schon flüssig unterwegs. Aber machen wir das mal schneller. Oh, ich dachte, auch das war der. Der hat gedreht und ist wieder gefahren, oder was? Ja, das muss mal einer verstehen, oder? Da kommt er jetzt. Ah, jetzt hört er richtig. Eben hat er gedreht. Ach, der hatte den Befehl hier rum, nicht hier reinzufahren, sondern zum anderen. Konnte aber vorher nicht drehen und deswegen hat er da gedreht. Alles klar. So, jetzt steht er hier und wird geladen, ne? Oder sollte geladen werden. Läuft. Gut, dann haben wir das erledigt. Schauen wir mal wieder hier rein. Wo waren wir? Bei Lauter waren wir stehen geblieben, oder? Aber da haben wir nur so geguckt. Haben wir ist irgendwas Besonderes beobachtet? Ich glaube nicht, ne? Ne, da war einfach nur so reingucken, was Sache ist. Und der Bahnhof, der läuft. Aber hier haben sie schon angebaut, ne? Das waren nicht wir, das muss die Stadt gebaut haben, oder? Würde ich mal sagen. Gucken wir weiter. Sonderhausen. Noch nicht größer geworden. Waldeck. Noch nicht größer geworden. Floto. Auch noch nicht. Auch noch nicht. Riedenburg. Nochmal hier gucken, ne. Also die wächst, aber nicht außerhalb des Rahmens. Da oben geht's bald weiter. Das läuft hier, ne? Können wir gerade rüber gehen zur nächsten Stadt, die ja auch direkt nebenan ist. Passt. War das gerade jetzt hier gewachsen? Ich glaube ja, ne? Altenau. Falsche Taste erwischt. Hier ist noch alles im grünen Bereich. Döbeln. Wächst und gedeiht, aber bleibt im Rahmen. Und dann haben wir hier noch Radolfzell. Und die sind auch noch gut zufrieden, ne? Ja, passt. Okay, läuft. Was ist hier mit dem Bahnsteig los? Das sieht gut aus. Jeder hat hier eine Haltestation jetzt gekriegt. Das läuft, oder? Kann man nicht anders sagen. Hier ist kein Stau. Nein, hier ist kein Stau. Dann gucken wir mal da runter. Und hier steht auch keiner. Aber hier muss noch abgeholt werden, ne? Und das ist natürlich
die einzige Stelle, wo keine Haltestelle ist. 305 Tonnen landwirtschaftliche Güter sind hier noch wegzubringen nach Döbeln, Waldweg, Hafen. Okay. Ja, das machen die dann schon. Ja, und hier ist ganz viel drin, ne? Passagiere warten. Wo warten die denn für? Floto. Alle wollen nach Floto. 700, 900.000 Leute alleine nach Floto. Hier jetzt nur die drei großen Stellen, ne? Da ist noch mehr Floto. Oh. 872. Waldeck. Ostdeutsches Rathaus. Auch über Floto. Okay. Da wissen wir Bescheid, wo da ein Schiff ist, was wir brauchen. Ja. Machen wir das so? Ne, lass mal hier über Liste gehen. Fahrzeuge gewinnen. Was haben wir denn? 20. März. Döbeln, Altenau. Und das zweite Schiff ist auch Döbeln, Altenau unterwegs. Und wo ist der gerade? Bei der Bohrinsel. Das ist ziemlich weit oben, ne, oder? Ja, aber auf dem Rückweg schon. Und der fährt hoch. Okay. Das bedeutet, der kann weg. Warte mal, wie viel sind da drauf? 80, 90 Leute, also fast nichts. 246, das ist 50% voll. Ja, ist die Frage, was wir da jetzt machen, ne? Wo ist das Schiff, was hier lang fährt? Da kommt gerade, ne? Ist auch voll. Döbeln Floto. Angeblich. Ach, davon auch sogar zwei drauf. Ja, und wahrscheinlich beide voll, ne? Ja, sollten wir vielleicht noch einen draufsetzen, oder? Döbeln Floto heißt die Linie. Ist er? Da ist er. So, dann. Da ist ein Fehler im System. Oh, da gibt's schon andere Schubschiffe. Vielleicht sollte man da mal Gedanken drüber machen. Döbeln Floto. Das sind dann 1000, die da fahren. Dann starten wir nur eins. Hier ist natürlich schon andere Schubschiffe jetzt hier, ne? Müssen wir mal überlegen, ne? Der transportiert aber nur Vieh. Lass uns mal gerade über die Karte dahin gehen und nochmal gucken, was hier los ist. Passagiere warten, sonst nix. Also auch nur ein Passagieranleger, ne? Passt, ne? Weil das ist da. 1.540 Paletten Stückgut ist gefragt. Und zwar Südfrüchte. Und die sind da. Okay, da gehen drei der Schiffe. Das kostet jetzt 122.000, 28.000. Das kostet 39.000, ist
Schwert 19, Kammer das 13. Tja, was sich da jetzt lohnt, ist die Frage, ne? Paletten, 180, 245 Paletten. Wahrscheinlich lohnt sich da gar nichts. Kannst du den lassen, ne? Tja, ich kauf den mal. Und fährt wo lang? Türbeln norddeutsche Importeure. Linien ist Döbeln, Übersee, Döbeln, Hof, Hafen. Döbeln, Übersee. Milch? Hä? Wer bringt da Milch hin? Ja, das ist aber wohl die richtige Linie, ne? Kann das sein? Hm, die fahren ihr Stück gut durch die Gegend. Starte den mal. Lass den auch fahren. Wird schon passen, ne? Ist nur die Frage, ob der was reißt oder nicht, ne? Gut. Scheint ja einfach nur zu teuer, dass der da hin und her fährt, ne? Ja, der bringt die Milch dann darüber, das ist auch klar. Was macht Radeburg? Oder wie heißen sie? Radolfzell. Ah, da ist die Straße weitergebaut worden. Ja. Ne, hier bringt's weiter nichts zu machen, ne? Da ist auch relativ entspannt. Was ist hier drin? Ach so, da brauchen wir nicht am Berg gucken, sondern hier gucken. 87 Paletten Stück gut warten. Das ist Mehl, was weggebracht werden muss. Da fährt gerade einer hin, aber der bringt eigentlich landwirtschaftliche Güter, ne? Der fährt leer dahin, oder wie sehe ich das? Naja. Und kann das sein, dass der nicht richtig entladen wird, oder doch? Aber der ist leer. Warum fahren die überhaupt, wenn die leer sind? Dann sind zwei, die leer sind und fahren da lang. Verfolgt den mal. Tatsächlich da hin und her. Was transportieren die normalerweise, dass die hin und her fahren? Kriegen die auch woanders die Klamotten weg? Gute Frage, ne? Da gibt es einen freien Wegpunkt sogar drin, das ist ganz schlecht. Wo ist denn der? Ach, da mittendrin. Okay. Dann machen wir mal einfügen da. Und nehmen den da mal weg, den Punkt, ne? Und da ist noch ein freier Wegpunkt, aber der ist vielleicht auch richtig, ne? Ja, der ist richtig. Dieser freie Wegpunkt. Kannst du mal rauslöschen. So, fährt jetzt dahin, dann zur Mühle, dann da lang. Und ist jetzt doof gelaufen, weil das hätten wir in der Linienverwaltung machen müssen, ne? Radolfzell, Mühle, fährt er.
Welches ist jetzt die Route dafür? Ja, gute Frage, ne? Bagwan Adenauer Radolfzell, ist das der? Ne. Döbeln Radolfzell Adenauer, ist die Buslinie. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Döbeln, Döbeln, Döbeln ist ja schon mal komplett falsch, ne? Glaube, den können wir erstmal zumachen, weil da haben wir jetzt ein Problem, dass der so oder so falsch wird. Guck mal hier rein. Details. Radolfzell Süd. Deutscher alter Getreidehof Mühle. Aha, das ist wohl die Linie. Können wir dann ja auch hier aufrufen, ne? Okay. Wo ist das? Da. Dann ist das nicht die Strecke. Das ist verkehrt. Nochmal hier. So ist ja offen, ne? So, da müssen wir hin. Wenn ich den jetzt aufmache, ist das der? Wenn ich jetzt ändern klicke, dann bin ich da drin und sehe, was Sache ist. Das ist jetzt ein Wegpunkt, der da ist wahrscheinlich. Okay. Das passt aber wohl. Den können wir laufen lassen. Ja, das ist woanders. Jetzt müssten wir noch den finden, der da hochfährt, ne? Aber das, den finden wir oben an der Mühle, ja. Na, der fährt jetzt beladen ein, ne? Wie man sieht. Und das ist der. Ist nur die Frage, welche Linie Getreide. Ach, das müsste der sein hier. Getreidehof Norddeutsche Mühle. Haben wir sie doch. Dann müssen wir die Linie da mal ändern. So, der muss. Einfügen. Da, passt. Den müssen wir löschen. Passt. Fährt zur Mühle, kommt wieder, fährt da hinten aber raus. Oder rein. So, dann passt das ja wieder. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den einen noch da auch noch hinbringen, ne? War das der? Ja, der hat ja partiell keine richtige Linie hier, ne? Getreidehof. Oh, Deutsche Mühle. Das ist also das Richtige, wo er jetzt lang fährt. Ja, die haben Minus gefahren, ist klar, weil die nichts zu laden haben, ne? Verfolge ich mal gerade. Okay, der wird jetzt gerade leer, weil er eine neue Route gekriegt hat, wahrscheinlich.
So, und jetzt ist er voll. Jetzt geht das wieder. So stellt sich die Frage bei dem jetzt, dass der einzigste war, hier an dem umstrukturierten Hof. Da müsste man mal gucken, ne? Ob da in der Mitte irgendwo einer anhält. So, der bringt was. Getreidebrauerei. Da sieht's genauso aus. Der Wegpunkt ist auch verkehrt. Der ist richtig. Da müssen wir einfügen. Machen den dahinter. Dann können wir den rauslöschen. Dann sollte es wieder funktionieren, ne? So. So, irgendeiner fuhr jetzt hier leer durch, ne? War das der? Das passt aber. Dann war es nicht der, oder doch? Jetzt steht da hinten einer. Obwohl ja niemand drin ist, wartet er da unten. Auf wen wartet der? Das läuft, ne? Was hat denn jetzt für einen Fahrplan hier? Der freie Wegpunkt passt. Der muss dahin. Aber ich weiß nicht, was mit dem ist. Fahren wir zum freien Wegpunkt zurück und fertig. So, die anderen fahren ja alle rein, oder? Und er stellt sich jetzt auch wieder an. Mal gucken, ob er wieder stehen bleibt oder ob er weiterfährt. Was ist das hier für einer? Der ist durchgefahren, ne? Getreidebrauerei. Da war doch irgendwas, ne? Freier Wegpunkt ist da unten. Der freie Wegpunkt ist da. Eigentlich passt das. Da steht wieder einer da, ne? Blockiert alles. Getreidebrauerei, warum fahren die nicht weiter? So, dann nehmen wir den weg und gucken, was dann passiert. Ob er wieder anhält oder ob er jetzt weiterfährt. Ich denke, der wäre schon lange durch, ne? Keine Ahnung, warum er den Punkt eben nicht angefahren hat. Der ist voll, den können wir fahren lassen. Läuft erstmal wieder. Ja gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.